Hallihallo und willkommen zu einem weiteren Vorstellungsvideo von unserem oder von meinem Hack-Dingens-Womens für Flife und so. Und zu allererst möchte ich sagen, ihr seht, wir sind hier in-game und nicht irgendwie auf meinem Desktop oder so mal wieder. Weil ich finde, wir brauchen das ganze Desktop-Gedöns jetzt gar nicht mehr. Wir brauchen auch die Konsole nicht mehr sehen, weil das Ganze ja in-game-GUI hat und so weiter. Das heißt, ihr seht jetzt erst nur in-game. Ich werde jetzt im Voraus sagen, ich habe mir für diese Folge, für dieses Video die Vinefly ausgewählt, den Server von Yannick Mama. Und das nicht, weil er irgendwie schlecht wäre oder so. Der Server ist großartig. Mir gefällt er sehr. Er hat richtig tolle Features drin. Ohne Spaß jetzt. Und ich habe ihn mir deshalb ausgesucht, weil er gut gesichert ist im Vergleich zu anderen Servern. Und weil ich hier am besten demonstrieren kann, was mein Hack in Sachen dieser Sicherheit drauf hat. Und wie er sie umgehen kann. Nicht etwa, weil der Server schlecht wäre, sondern im Gegenteil, weil er gut ist. Wenn ihr irgendwie einen Server sucht, wo ihr drauf spielen könnt, spielt ihr drauf. Yannick gibt sich ja echt Mühe. Und es ist wirklich sehr viel schon getan und gefixt und es sieht sehr, sehr positiv aus. Ich logge mich jetzt einfach mal ein und erzähle euch dabei noch einen weiteren Fakt über diesen Hack. Denn ich bin mit XSH, dem ursprünglichen Ersteller des Packet Editors, in Kontakt gekommen und tue nun mit diesem zusammen diesen Hack machen bzw. dran programmieren. Ich habe jetzt vergessen, meinen Charakter zu löschen, weil der hat schon ein paar Items, mit dem ich ein bisschen rumgetestet habe, aber ich will hier von vorne anfangen, sodass ihr seht, wie es ist, wenn man sich frisch mit einem neuen Charakter einloggt. Das heißt, ich logge mich mal aus, wieder ein, lalalala, dann lösche ich meinen Tom 94 hier, wie war mein Passwort nochmal? Neu. Und in diesem Fall nehmen wir einfach mal die Klasse Mercenary und wir nennen uns Bimboline. Ja, okay, Frisur 1234, 1234, okay. Okay. Ich finde das cool, man kann sofort seine Jobklasse auswählen und startet aber trotzdem auf Level 1. Ich finde das richtig nice. So, ihr seht, ich bin in-game. Aber, was zu notieren ist, hier in diesem Informationsmenü sind schon einige Sachen aufgetaucht. Zum Beispiel der Serverport wurde geändert in 5400. Es wird allerdings ausgelesen, erkannt, die IP-Adresse wird auch erkannt. Der Header-Mark ist nicht derselbe, ist nicht 0x5e, sondern 0x6c, wurde auch ausgelesen. Session-ID ausgelesen, der CRC-Key. Wurde ebenfalls nicht sofort ausgelesen. Da wird noch der Standard FF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 
Er ist recht für Bowjester wirklich extrem nützlich. Oder für Ranger. Das wäre das, was es Attacken anbelangt. Also ich kann euch das nochmal zeigen. Das geht auch auf eine beliebige Distanz. Ich stelle mal hier die Attack-ID auf 4. Klicke hier hinten so ein A-Bat an und drücke meinen Shortcut entfernen. Klack, 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 klack. Krieg hier und du da vorne auch. Ich kann angreifen, durch die Gegend rennen, alles gleichzeitig, wie ich möchte. Informationsfenster, seht ihr die Target-ID, da seht ihr. Hier wird zuverlässig ausgelesen, was ich gerade im Ziel habe. Außerdem kann ich auch Nicht-Monster, also Spieler, angreifen, wenn ich sie in mein Ziel nehme, oder NPCs. Allerdings sehen andere Leute nur meine Schlaganimation, aber es kommt kein Schaden. Also ich kann nicht irgendwelche anderen Leute einfach so umbringen. Sieht aber trotzdem witzig aus. Minimieren wir das Informationsfenster, da wir das ja nicht brauchen. Und öffnen wir unser Statusfenster, damit ich mir ein bisschen 10 STR geben kann, weil 10 STR sind toll und so. Apply. So, ich bewege mich mal hier nach oben, beziehungsweise hole mir dann ganz oben Buffs, da ist glaube ich so ein Anfängerhelfer, weil ich möchte bis Level 20 leveln, um euch nochmal den Shout-Spam zu demonstrieren, der hier eingebaut ist. Allerdings können wir, während ich hier langlaufe, eine ganz witzige Sache noch demonstrieren, nämlich das Item Creation Feature. Ich habe hier die Item-ID vom Perrin automatisch drin, Item Amount 99. Und hier im Inventar habe ich keine Parents, wie ihr seht. Gar nichts. Ich schummle nicht. Ich drücke hier auf Create Item. Du hast gerade das Item Parent erhalten. Na, das freut mich doch. 99. Das ist mir aber zu wenig. Ich hätte gern 9999 mal 10. Klick. Ach, verdammt. Ich habe vergessen, dass 9999 ich als Maximum eingestellt habe. Das werde ich wahrscheinlich noch ändern. Weil er automatisch mehrere Stacks erstellt, so wie es aussieht, wenn das Maximum nicht gesetzt ist. Aber ich erstelle mir mal auf die Art ein paar Parents. Wow, mein Inventar füllt sich mit Parents. Das ist toll. Mache ich mir noch ein bisschen Geld hier rein. Ich habe Geld. Ich bin reich. Ich habe nichts dafür getan, aber ich bin reich. Ich überlege gerade mal. Ich meine mich zu erinnern, dass das die ID für die Lord Set Box ist. Ja, Lord Set. Ja, ich bin kein Lord, aber... ach, das ist männlich. Ups. Nehmen wir die 35. Ich glaube, das war die weibliche. Ja, das war das weibliche. So, dann ziehen wir mal das weibliche Lord Set an hier. Hey, ich bin eine Lordin, obwohl ich kein Lord bin eigentlich. Ach, die Augen sind hässlich dazu. Ich mache mir noch schnell so eine Sonnenbrille. Tada, ich bin ein Lord. Ich sehe aber immer noch hässlich aus. Mein Gott, ey. Ich könnte mir jetzt auch theoretisch ein Item machen, was es gar nicht im Spiel gibt. Eine Sekunde, ich habe gerade das Bild gewechselt und suche mir mal, habe ich die hier irgendwo? Item-ID.h, ne, habe ich nicht offen. Na, okay, dann lass mal das. Ich könnte mir jetzt auch irgendwelche Items erstellen, die es nicht auf dem Server gibt oder so. Und damit meinen Spaß haben. Habe ich hier noch irgendeine Item-ID? Was war das für eine ID? Box of Prophet Wings, ja genau. Die habe ich noch in meinem STRGV gehabt. Das heißt, ich konnte einfach mal schnell die ID reinkopieren. Jetzt habe ich mir noch solche Flüge gemacht. Ich weiß gar nicht, ob es die hier auf dem Server zu erhalten gibt. Aber wer weiß, ist ja unwichtig. Also, da ich euch das hier alles schon gezeigt habe, nehme ich mal diesen Anfängerhelfer, buff mich durch. Und töte mal so ein paar Lavolfs hier. Indem ich, ich habe wenig HP, verdammt. Ich send mal das Attack Pack ein paar Mal. Krieg hier, Lavolf, krieg hier, bevor du bei mir bist. Ich renn weg, ich renn weg, ich renn weg, ich renn weg, ich renn weg. Geht doch. Okay, ich habe 6 Level-Ups bekommen. Dann nehme ich mal hier 12 XP dazu. Und als nächstes kann ich dann da oben bei Nyangang leveln. Diesen komischen Kampfkatzen, die aussehen wie Stripperinnen. Wo ich nie verstanden habe, wieso die ausgerechnet so aussehen müssen. Aber gute alte Nostalgiezeiten. Außerdem finde ich das richtig scheiße, dass Offi Flive hier die kaputte Brücke ganz gemacht hat. Ich fand das, hatte auch Nostalgie vom originalen Flive. Aber ich merke, ich schweife ab. Töten wir dieses cute Nyangang, süße Nyangang. Sehr wunderschön. Eine Stripperin, die wir umbringen müssen, weil wir dafür EP kriegen. Außerdem hat die absolut keinen Geschmack, was die Farbe ihrer Unterwäsche anbelangt. Aber das ist auch nur eine Randangelegenheit. 8 weitere Punkte in STR. Und das nächste Nyang. Die nächste Nyang-Yang, das? Keine Ahnung. Die nächste umbringen. Das machen wir jetzt mal hier bis Level 20. Und die nächste. Wir sind Level 18. Ich glaube, mit der hier werden wir noch nicht Level 20. Nehmen wir uns noch die da hinten. Ja, wir sind Level 19. Mal schauen, ob die reicht. Wenn nicht, dann nehmen wir uns noch eine. Nee, hat nicht gereicht. Nehmen wir uns noch die da hinten. So, lauf gegen den Baum. Los. Ja, die läuft gegen den Baum. Die läuft durch den Baum. Was zur Hölle. Level 20. Okay, da schreibe ich mal 8 rein. Und jetzt machen wir mal Chat-Message. Machen wir mal Olol. Senden. Ja, das geht schon mal. Ich mache mal eine leere Chat-Message. Das sieht auch ganz witzig aus. Einfach keine Box. Man kann übrigens A und B. OffiFlav hat ja rausgenommen, beziehungsweise Flav generell, dass man mehrere Leerzeichen haben kann. Wenn ich das manuell absende, geht das aber, wie ihr seht. Und das letzte Ding, was ich euch hier noch zeigen will, schaut, hey ho, schaut, Spam rockt, Leute. Und dann ziehe ich mir mal den Shot hier ganz groß, damit ihr das seht. Und ich habe das übrigens auf Insert gebannt, das heißt, ich kann das gedrückt halten. Ratatatatatat, ihr seht es hier an der Seite.
Wahrscheinlich werde ich gleich angeschrieben oder auch nicht, weil ich habe mir diesmal keinen Full Shout erstellt und ihn benutzt. Hätte ich das gemacht, würde ich das wahrscheinlich gleich angeschrieben werden von allen möglichen Leuten. Und jo, kann ich euch noch hier Profit Wings zeigen und ich würde sagen, viel mehr kann ich euch dann gar nicht mehr hierzu sagen. Allerdings waren das dann sozusagen die Features von dem Hack soweit. Es kommt eine Menge dazu, eine Menge ist schon in Progress. Unter anderem das nächste Feature, das wahrscheinlich eingebaut wird, wird sein Teleport per Klick auf die Minimap und per Doppelklick irgendwo auf den Boden. Also wie ihr es von Automaton oder anderen Hacks von Enforce gewöhnt seid. Einfach, weil es ein extrem tolles Feature ist und weil es verdammt nützlich ist. Also, ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Vorstellungsvideo von diesem Flyfack, der mittlerweile Infiltration heißt, wie ihr das seht. Und ich freue mich auf meine zukünftige Weiterarbeit zusammen mit XSH. Und wie gesagt, der Server hier ist toll, spielt da drauf. Tschö, tschö, man hört sich.